Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. Diese Folge ist der erste Teil meiner lang ersehnten Spielplatzreihe, es wie Spielplatzkonflikte friedvoll lösen, und ich habe auf Instagram schon mehrfach eine Umfrage gemacht, ob eine Folge zu bestimmten Spielplatzkonflikten erwünscht ist, und das Ergebnis war eindeutig ja. Also habe ich mir von meinen Followern typische Spielplatzkonfliktsituationen schildern lassen, auf die ich jetzt in mehreren Teilen eingehen möchte. Ich starte mit dem Klassiker: Was tun, wenn mein Kind die Rutsche blockiert? Ja, und in den nächsten Teilen gehe ich dann auf Themen ein wie Teilen, Schaukeln, mit dem Sand werfen, nicht nach Hause wollen, Spielzeug wegnehmen und so weiter und so weiter. Ihr kennt sie ja sicher alle, ne? Die typischen Spielplatzkonflikte halt. Ja, und gesponsert wird diese Folge von HelloFresh. Das ist die Nummer 1 Kochbox in Deutschland und kann, wie ich finde, gerade für Familien eine super Entlastung sein. Denn HelloFresh nimmt euch den Stress der Essensplanung und des Einkaufens. Du kannst wählen zwischen Fleisch- und Gemüsegerichten, vegetarischen, und sie haben sogar extra familienfreundliche Gerichte am Start. HelloFresh liefert euch jede Woche kreative Rezepte und frische Zutaten in einer Kochbox nach Hause, sodass ihr ganz einfach und unkompliziert ausgewogene Gerichte kochen könnt. Es ist sogar möglich, extra Thermomix-geeignete Gerichte auszuwählen. Verrückt. Falls du jetzt denkst, oh nee, ne, so viel Verpackungsmüll, HelloFresh achtet darauf, dass der Service möglichst nachhaltig ist. Und exklusiv für meine Hörer, also für dich, hat HelloFresh einen Rabattcode am Start mit Familie, großgeschrieben alles, ja, Familie. Sparst du 45 Euro bei deiner Bestellung. Alle Details dazu verrate ich am Ende dieser Folge, und da gibt's auch die Info, was wir dieses Mal bestellt haben und wie es gemundet hat. Noch eine kurze Information, ein kleiner Reminder, bevor es losgeht. Dir gefallen meine Impulse hier im Podcast für dein Familienleben? Dann freue ich mich riesig über dein Abo und eine Rezension bei iTunes für diesen Podcast Familie Verstehen. Auch wenn du meinen Podcast über andere Anbieter hörst, geht leider nur bei iTunes. Ja, schnapp dir ein Apple-Gerät, wo auch immer du eins liegen siehst. Lade dir die Apple Podcast-App runter und feuer frei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen für mich einfach am effektivsten ausdrücken. Ja, und jetzt wünsche ich dir viele Impulse für euren nächsten Spielplatzbesuch mit Folge 34, S wie Spielplatzkonflikte friedvoll lösen, Teil 1, was tun, wenn mein Kind die Rutsche blockiert. Los geht's. Ja, was tun? Nehmen wir folgende Situation. Petra ist 3,5 Jahre alt. Petra sitzt oben auf der Rutsche, ohne zu rutschen. Sie sitzt dort und sitzt und sitzt, trommelt vielleicht mit den Beinen auf der Rutsche rum. Mit der Zeit sammeln sich hinter ihr Kinder, die auch rutschen möchten. Wir würden sagen, Petra blockiert die Rutsche. Blockieren ist eine Interpretation von uns, denn ob Petra die Rutsche bewusst blockiert oder was auch immer Petra uns mit ihrem Verhalten sagen möchte, wir wissen es nicht, noch nicht. Fakt ist, Petra sitzt oben auf der Rutsche, ohne zu rutschen. Hinter ihr stehen drei Kinder, die auch rutschen möchten oder die rutschen möchten. Petra möchte ja gerade offensichtlich noch nicht rutschen. Heide Witzka. Wir beobachten diese Situation vielleicht von der Spielplatzbank aus oder wo auch immer du gerade stehst. Und ehrlich, ich kenne diese Situation nur zu gut. Und was regt sich da bei dir? Welche Gedanken kommen da bei dir hoch? Wie unangenehm, sowas macht man doch nicht. Peinlich, was denken nur die anderen Eltern? Boah, nicht schon wieder dieses Theater. Nee, also man muss auch wirklich Platz machen. Also was schwirrt da in deinem Kopf herum? Ganz ehrlich, für mich waren in den Anfängen mit der gewaltfreien Kommunikation solche Situationen auf dem Spielplatz unfassbar unangenehm. Mir fehlte noch die Sicherheit im Umgang mit der GfK und auch die Haltung hatte sich noch nicht ganz gefestigt. Und in dieser Situation wäre ich schnell in der Verurteilung gewesen. Also in meinem Kopf hätte ich Petra heftig kritisiert für ihr Verhalten, weil man das einfach nicht macht. Weil man muss sich benehmen, weil man muss Platz machen, weil man muss, ja. Was muss man denn eigentlich? Und wer ist dieser Mann überhaupt? Gar nichts müssen wir. Erster Impuls also für dich. Schau mal, welche Gedanken in deinem Kopf aufploppen. Jetzt, wenn ich diese Situation dir geschildert habe oder du hast eine ähnliche Situation mit deinem Kind, ja, auf dem Spielplatz. Lass sie alle raus. Sammel sie.
Schreib sie vielleicht sogar mal auf. Was für Glaubenssätze, was für Muster werden da aktiviert von früher, ja? Finde hinter deinen Gedanken dann deine Gefühle, ausgelöst durch diese Situation, ja? Und dann kommst du vermutlich schnell auf deine unerfüllten Bedürfnisse und um die kümmerst du dich dann erstmal im Hier und Jetzt. Also was kannst du konkret jetzt für dich tun und in deinem Alltag? Das hört sich ja erstmal so einfach an, ne? Ich weiß, ist es nicht. Übung macht den Meister, ich spreche aus eigener Erfahrung und wir wollen ja in eine Haltung ohne Bewertung. Wir wollen in die Freiwilligkeit, ins Verstehen und ins bedürfnisorientierte Handeln und Reden. Wir wollen Verbindung. Dafür ist es elementar wichtig, dass du dich mit dir auseinandersetzt, dass du dich mit dir verbindest. Und das fängt bei all diesen Gedanken, die da in deinem Kopf rumschwirren an, die führen dich zu deinen Gefühlen. Dann zu deinen Bedürfnissen und dann kannst du aktiv werden. Und eins, da sind wir uns ja einig, wir wollen in Verbindung. Ansonsten kannst du den Podcast jetzt ausmachen, brauchst du einen anderen Podcast. Fakt ist, Petra macht das nicht, um dich zu ärgern. Petra ist nicht egoistisch oder ein Ärgerfuzzi oder was auch immer. Wir wissen, Petra möchte uns mit ihrem Verhalten etwas sagen. Nur was? Ja, das ist so individuell, daher nimm meine Ausführung als Impuls, wie du beim nächsten Mal in so einer Situation mit deinem Kind ins Gespräch kommen könntest. Der Verlauf wird sicher dann ein ganz anderer werden. Schau einfach mal, was du mitnehmen kannst. Petra sitzt also immer noch oben auf der Rutsche, ohne zu rutschen, und hinter ihr stehen drei Kinder. Während du das Szenario von deiner Bank oder von wo auch immer aus beobachtest, hast du unglaublich viel Zeit, dich mit dir auseinanderzusetzen. Also wie oben schon gesagt, ne? Deine Gedanken, die da kommen, deine Gefühle, deine Bedürfnisse. Ein Bedürfnis wird sein, du möchtest friedvoll Konflikte lösen, du möchtest in Verbindung kommen. Du beobachtest erstmal die Situation und stellst fest, also es ist keine Gefahr im Vollzug, ne? Und es geht hier auch nicht um Leben und Tod. Es könnte sein, dass in deinem Kopf sowas von richtig und falsch, ne, wie verhält man sich gerade los ist. Insofern setz dich nochmal mit ihr in Verbindung. Ein Kind sitzt auf der Rutsche, ohne zu rutschen. Das ist die Situation. Ja, es wird dann da auf der Rutsche vielleicht gerade etwas ungemütlich. Du beobachtest das, ne? Die anderen Kids äußern sich vielleicht. Die Körperhaltung der Kinder wird angespannt. Ich würde mal hingehen und jetzt hast du die Wahl. Entweder ein Machtwort sprechen. Petra, rutsch jetzt oder wir gehen gleich nach Hause. Den weiteren Verlauf kannst du dir sicher denken. Mit Verbindung hat das wenig zu tun. Es kann sogar so weit kommen, dass du dann Petra da von der Rutsche nimmst, zerrst und sie unter den Arm klemmst und das war's jetzt hier, wenn du noch einmal und so weiter und so weiter und so weiter. Oder du gehst hin und fragst, ob sie Hilfe brauchen. Da kann jetzt viel kommen, ne? Petra ruft, ich will nicht, dass die hier rutschen oder das ist meine Rutsche, oder die anderen sagen, die lässt uns, also die anderen Kinder sagen dann, die lässt uns nicht rutschen. Also da ist alles möglich. Für mich ist alles im Prinzip ein Ja auf meine Frage, ob sie Hilfe brauchen, und ich gehe ins Gespräch. Ich verurteile weder Petra für ihr Verhalten noch die anderen Kids für was auch immer sie da gerade machen. Du willst Verbindung, dann wählst du die zweite Variante und die könnte wie folgt ablaufen. Also, die sitzen da auf der Rutsche, ne? Petra sitzt da ohne zu rutschen, hinter ihr stehen drei Kinder. Du hast erstmal die Situation beobachtet, hast dich um dich gekümmert. Fakt ist, du willst Verbindung, also du behältst die Nerven, du kannst Atemtechniken anwenden. Ach, also da gibt's unglaublich viele Strategien. Du willst Leichtigkeit, also versuchst du in die Leichtigkeit zu kommen. Es ist einfach eine Spielplatzsituation und es ist die Rutsche. Deine Tochter sitzt auf der Rutsche und ohne zu rutschen, es ist nicht mehr und nicht weniger. Hey Kids, sag mal, braucht ihr Hilfe? Die Rutsche ist besetzt, die sollen weggehen. Oder, das sagt Petra, ne? Die anderen Kids vielleicht, die blockiert die Rutsche, das ist unfair. Okay, Petra, du sagst, die Rutsche ist besetzt. Willst du die Rutsche ganz für dich alleine haben? Ja, die sollen weggehen. Du willst alleine sein und alleine rutschen? Ja, die Rutsche ist besetzt. Ja, von dir? Ja, du willst alleine entscheiden, wann du rutscht? Ja. Oh, kann das sein, da oben, du bist ganz groß und stark jetzt da, ne? Ja. Und du hast Spaß da oben auf der Rutsche, oder? Ja, das ist die Ja-Umgebung, die wir schaffen. Das ist die Empathieschleife. Wichtig ist, du stellst gerade eine Verbindung zu Petra her. Du sagst ihr nicht, was du gerne hättest, wie sie sich zu verhalten hat oder wie das gelöst werden könnte. Du stülpst keine Strategien über. Petra darf so sein, wie sie ist. Und du verurteilst sie für ihr Verhalten auf gar keinen Fall. Sie ist okay, so wie sie ist. Und sie wird gesehen und gehört. Und ich weiß, die anderen Kinder sind ja auch noch da. Da kommen wir jetzt zu.
Okay, also ich fasse zusammen, ne? Du willst alleine sein und hast Spaß da oben, bist groß und stark. Das habe ich gehört und das sehe ich auch. Gleichzeitig sind da ja noch 3 andere Kinder hinter dir, vielleicht sind es mittlerweile auch schon 4 oder 5. Die wollen auch Spaß haben und die möchten jetzt rutschen. Ihr wollt rutschen, oder? Ja, das ist eine Rutsche für alle. Das ist unfair. Ihr möchtet jetzt rutschen. Ja. Okay. Petra, du sitzt auf der Rutsche und hast Spaß da oben und die anderen Kids möchten auch Spaß haben und möchten jetzt rutschen. Was können wir denn da machen? Ich bleibe hier sitzen, sagt Petra. Na toll. Es braucht also eine weitere Empathieschleife. Ich wiederhole, wenn sie sagt, ich bleibe hier sitzen. Ach, du möchtest alleine entscheiden, wann du rutschst. Ja. Das höre ich und das sehe ich auch. Kann es sein, dass du gerade echt genervt bist, weil du alleine sein willst? Ja. Also, wir haben jetzt diese eine Rutsche. Du willst da oben sitzen und alleine entscheiden, wann du rutschst. Und die anderen 3, vielleicht sind es auch mittlerweile 4 oder 5 Kids, möchten auf dieser Rutsche jetzt rutschen. Na, was machen wir denn jetzt? Ja. Es gäbe jetzt viele Möglichkeiten, ne? Vielleicht gibt's eine zweite Rutsche. Und Petra schlägt vor, dass die anderen Kids ja die Rutsche nehmen könnten. Ne, die können ja, guck mal, da gibt's eine Rutsche, die können ja da rutschen. Aha. Na, dann fragst du erstmal die anderen Kids. Also ich würde dann fragen, hey Leute, ne, da ist eine zweite Rutsche. Seid ihr bereit, da zu rutschen? Wahrscheinlich kommt ein Nein. Ne, weil sie wollen ja jetzt hier rutschen. Dann gibt es kurz Einfühlung. Okay, ihr wollt hier rutschen, diese Rutsche, genau diese Rutsche. Die ist einfach viel cooler, oder? Ne? Wenn ich mir die angucke, die hat ja auch diese Kurve da. Also beschreib ruhig die Rutsche, ne? Was du siehst. Also ihr wollt jetzt hier rutschen, jetzt. Und Petra, du möchtest da oben sitzen und alleine entscheiden, wann du runterrutschst. Aha. Ja, Leute, da brauchen wir eine Lösung, ne? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja eine Lösung. Ich würde mal die anderen Kids fragen, habt ihr eine Idee? Was könnten wir jetzt machen? Dann kommt vielleicht sowas wie, Petra könnte ja zur Seite gehen und dann können wir an ihr vorbeirutschen, könnte ja sein. Ne? Ja, da bräuchten wir erstmal die Frage, Petra, ist eine Idee, wärst du bereit dazu, einfach ein Stück zur Seite zu gehen, dass sie an dir vorbeikommen? Das heißt, du kannst oben sitzen bleiben, ganz allein entscheiden, wann du rutschst, wann dein Moment ist und die anderen Kinder könnten jetzt rutschen. Ja, vielleicht ist es für sie okay. Vielleicht kommt jetzt sogar der Punkt, dass sie rutscht, lacht und der Konflikt ist gelöst, sie wurde gesehen und gehört. Oder sie sagt nein. Dann brauchen wir eine neue Lösung. Also es gibt unfassbar viele Strategien, wie wir Konflikte lösen können. Erst nachdem alle gesehen und gehört wurden. Falls du den Eindruck hast, die anderen Kinder brauchen noch mehr Einfühlung. Petra braucht vielleicht noch mehr. Gib es ihnen. Und gleichzeitig erinnere dich immer dran, was deine Vision ist. Du möchtest in Verbindung kommen. Eine friedvolle Elternschaft. Es geht hier weder um richtig und falsch. Gibt es nicht. Es ist eine Rutsche auf dem Spielplatz. Nicht mehr oder weniger. Mach dich locker. Das sind deine alten Gedankenmuster. Na, wie man sich zu verhalten hat. Und wir wollen doch auch, dass Petra in der Lage ist, freiwillig zum Wohle der anderen beizutragen. Also wir könnten sie jetzt zwingen, wie sie sich zu verhalten hat, dann ist das ein Muss. Das macht ihr weniger Spaß, wie du dich aus deiner eigenen Kindheit vielleicht erinnern kannst. Und wenn du Petra jetzt dabei begleitest, dass sie gesehen und gehört wird und dass gleichzeitig auch die anderen sein dürfen, wird sie die Erfahrung machen, dass es ganz viel Freude machen kann, dass alle gesehen und gehört werden und zum Wohle der Gemeinschaft beigetragen wird. Und das ist auch ein Bedürfnis jedes Menschen, tief in sich verankert. Er möchte zum Wohle der Gemeinschaft beitragen, solange es freiwillig ist und auch seine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Und das machen wir hier gerade. Vielleicht braucht Petra ja auch einfach deine Hilfe mit Handhalten. Wer weiß, was da noch rauskommt, ja? Vielleicht ist ihr das jetzt auch gerade so unangenehm, dass sie gar nicht über ihren Schatten springen kann und du hast dann den Eindruck, du kannst das spüren, dann gehst du darauf ein, hey, Petra ist gerade echt jetzt gerade eine verflixte Situation, ne? Eigentlich möchtest du ja gern rutschen, nur du möchtest das auch selber entscheiden und du kommst ja jetzt gar nicht und das ist so ein Druck, ne? Brauchst du Hilfe? Ja, kann ja sein. Was wird dir helfen?
Und nicht gleich sagen, komm, ich nehme deine Hand und wir rutschen zusammen. Frag doch erstmal, komm auf Ideen und taste dich ran. Guck, welche Impulse dein Kind bekommt. Du begleitest das Kind, du bestimmst nicht. Was hilft, ist immer wieder mal kurz die Fakten zusammenzufassen, also einfach die Fakten auf den Tisch zu legen, was du gehört hast, was die Situation ist. Das hilft immer wieder. Ja? Also ich habe jetzt gehört, du willst alleine entscheiden, wann du rutschst und die anderen Kids möchten jetzt rutschen. Okay, beides darf sein. Bist du bereit, die Rutsche jetzt frei zu machen? Vielleicht kommt ein Ja, vielleicht auch nicht, dann braucht es mehr Einfühlung. Falls Petra weiter blockiert, in Anführungsstrichen, ja, dann braucht es einfach mehr Einfühlung. Wir können nicht entscheiden, wann genug Empathie stattgefunden hat. Das entscheidet das Gegenüber. Und falls es dir im Verlauf dessen schwerfällt, weil alte Gedankenmuster wieder hochkommen oder so, also jetzt reicht's aber, also jetzt stehe ich hier schon 5 Minuten, jetzt ist aber, oder oh, ist das unangenehm, alle beobachten mich, ja. Kümmer dich um dich, bleib in deiner Mitte, es ist eine Rutsche auf dem Spielplatz, es ist ein Konflikt, wir werden eine Lösung finden, ja, es geht hier nicht um Leben, um Tod, es geht auch nicht um richtig, um falsch, wie man sich zu verhalten hat und jeder, der jetzt sagt, also nee, na Kathi, bei aller Liebe, das dauert jetzt einfach viel zu lange, dann kann ich zurückfragen, hey, was ist dein Problem? Es ist Nachmittag, es ist eine Rutsche auf dem Spielplatz und wir wollen Verbindung. Und das kriegen wir. Fakt ist, ich zwinge Petra nicht, die Rutsche zu rutschen. Ich reiße sie da auch nicht runter und ich stülpe auch keine Ideen über. Ja, das kann ein wenig dauern, doch es geht hier ja nicht um Leben und Tod, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, sondern es ist ein Zaubermoment der Verbindung, sieh es mal positiv. Dir fällt das wahrscheinlich nur so schwer, weil du ganz andere Erfahrungen in deiner Kindheit gemacht hast, weil du im Kampf stehst mit deinen alten Gedankenmustern, mit deinen alten Mustern, wie man sich zu verhalten hat. Zwischen dir und Petra wird Verbindung hergestellt. Auch die anderen Kids bekommen viel mit. Ja, sie werden ja auch gesehen und gehört von dir und sie kriegen mit, wie du mit Petra umgehst, dass Petra gar nichts Falsches macht, was Petra braucht. Und auch sie können überlegen, wie sie eine Lösung für sich finden. Es kann ja auch sein, dass die Kids immer sagen, hey, weißt du was, das ist mir jetzt einfach zu blöd, ich will einfach Spaß haben, ich komme später nochmal wieder. Auch das ist eine Möglichkeit, ja. Für mich ist Leichtigkeit und Freude an der Sache oft ein Riesenbedürfnis, gerade mit meinen Kindern immer wieder in diese Leichtigkeit zu kommen, in diese Freude. Also versuche ich weiterhin in meiner Freude zu bleiben und die Leichtigkeit der Situation zu sehen. Und das vermittle ich auch durch meine Art, wie ich mich bewege, wie ich mit den Kids spreche. Ich kann auch wenigstens sagen, so, hey, okay, also ich hab was ich jetzt gehört habe. Du willst da oben sitzen und allein entscheiden, wann du rutschst. Ja, also das ist völlig okay. Und hey, ich feiere dich dafür. Auch das darfst du sagen. Du darfst alleine entscheiden, wann du rutschst. Gleichzeitig sehe ich die anderen Kinder. Die wollen auch Spaß haben. Ja, was machen wir jetzt? Komm, wir finden eine Lösung. Ich helfe euch, ich bin dabei. Los. Und ich meine, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ich auf dem Spielplatz bin, gerade in dem Alter 3,5, 4, ja, und ich werde ja noch mehrere Beispiele im Podcast durchgehen. Es ist völlig normal, das ist auch einfach, das brauchen die Kinder auch. Ja, und wenn ich das jetzt abschneiden würde bei Petra, das ist ihr Bedürfnis nach Autonomie, es selber machen, alleine machen zu wollen. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen und dass wir das auch begleiten können und fördern können. Ja, es könnte jetzt natürlich sein, dass du sagst, ja, jetzt aber das eine Kind da fängt an, Petra zu schubsen, ne? Also hier ist Gefahr in Vollzug. Da zeige ich eine ganz klare Grenze. Stopp, Finger weg. Wir warten, bis Petra bereit ist. Und da habe ich auch einen anderen Tonfall, Leute. Ja, da bin ich mal kurz nicht in meiner Freude, weil es wird niemand von der Rutsche geschubst. Finger weg. Wir warten, bis alle bereit sind. Bist du gerade genervt, ne? Du möchtest jetzt rutschen, du willst nicht warten. Das ist voll doof, oder? Ja, das sehe ich. Fakt ist, Finger weg. Wir warten, bis Petra bereit ist. So ist es, ja. Wie anfangs erwähnt, das ist wirklich unfassbar individuell. Für mich ist das Wichtigste, dass du bei dir bleiben kannst. Dafür brauchst du Verbindung zu dir. Schau dir deine Gedanken an. Check, um was es hier eigentlich gerade geht. Strugglest du mit alten Mustern, dann erinnere dich an deine Haltung, an die Haltung der GfK und finde zurück ins Hier und Jetzt. Du willst Verbindung, dann lebe Verbindung mit dir und deinem Kind und auch mit den anderen Kindern.
Jetzt könnte auch sein, ja, aber die anderen Eltern, die beobachten mich und es kann auch sein, dass die Situation kommt, eine andere Mutter oder ein anderer Vater kommt dazu, mischt sich ein. Das würde ich dann gerne noch mal in einer anderen Folge weiter ausführen. Das ist eine Sache für sich und auch immer wieder eine Herausforderung. Deine Haltung wird schon so viel ausmachen, wie du da stehst, wie du atmest, was du denkst. Wenn sich keiner der Kids von dir verurteilt fühlt und alle gesehen und gehört werden, du wirst sehen, es geschehen wahre Wunder. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch das Klettergerüst, wir haben die Schaukel, wir haben die Kids, die die Rutsche hochlaufen wollen, während ein anderes Kind gerade rutschen will. Das Vordrängeln bei der Rutsche, Sand werfen, das nicht nach Hause wollen, das Teilen, Spielzeug wegnehmen, in Anführungsstrichen, und so weiter und so weiter. Ha, versuch es mal zu adaptieren und ich plane ja noch viele weitere Folgen mit einzelnen Spielplatzkonflikten. Freu dich drauf und jetzt wünsche ich dir viel Freude auf eurem nächsten Spielplatzbesuch und ich freue mich auch über dein Feedback bei Instagram und ich weiß, dass ich bei manchen auf der rechten oder linken Schulter sitze, da sitzt so eine kleine Kati. Denk beim nächsten Mal dran, es ist nur eine Rutsche, ne? Wir kriegen das hin, wir wollen Verbindung, lebe Verbindung. Ja, und falls du solche Situationen mit deinem Kind häufiger erlebst, dann macht es Sinn, da mal genauer hinzuschauen, was dein Kind im Alltag wirklich braucht. Wie du Bedürfnisse in Kindersprache umformulieren kannst, dazu findest du Impulse in meinem Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht. Geh einfach auf meine Webpage kw-herzenssache.de und abonniere meinen Herzensletter und als Begrüßungsgeschenk erhältst du umgehend mein Gratis-E-Book, ist dann in deinem E-Mail-Postfach. Ich freue mich auf dich und den Link findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt zu dem super Rabattcode von HelloFresh, dem Sponsor dieser Folge, mit dem Code FAMILIE, alles groß geschrieben, sparst du 45 Euro. Die werden wie folgt aufgeteilt. 25 Euro auf die erste Box, 10 Euro auf die zweite, 5 Euro auf die dritte und die vierte Box. Der Rabattcode ist gültig für 2 Monate, also am besten gleich mal ausprobieren. Keine Sorge, es kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Es gibt keine Mindestlaufzeit, die Boxgröße ist jederzeit flexibel anpassbar. Ich habe uns dieses Mal 3 Gerichte für 4 Personen bestellt, extra familienfreundlich. Die Box kam pünktlich an, die Gerichte sind einfach zuzubereiten und auf dem Speiseplan war bei uns dadurch endlich mal ein wenig Abwechslung. Was ich zum Beispiel neu entdeckt habe, Broccolini, konnte ich vorher nicht, ist so eine Art kleiner Brokkoli, irgendwie zarter. War mega lecker. Oder die Hackbällchen mit Mozzarella gefüllt. Mir läuft gerade schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Unser Speiseplan war lange nicht mehr so abwechslungsreich, das kann ich sagen. Einfach der Knüller. Du hast abwechslungsreiche Rezepte inklusive Zutaten ohne Einkauf direkt zu Hause. Also für deine Entlastung beim Thema Kochideen, Einkauf und Zubereitung, dein Rabattcode für HelloFresh. Gib den Code FAMILIE, alles großgeschrieben, einfach bei der Bestellung ein und spare 45 Euro in Deutschland. In Österreich und der Schweiz gelten gesonderte Rabatte. Der Code ist der gleiche. Alle Infos findest du nochmal in den Shownotes und ich wünsche euch viel Freude mit den Boxen und natürlich guten Appetit. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an HelloFresh für die Unterstützung. Und jetzt sei noch gesagt, falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann lege ich dir meine Beratung sehr ans Herz. Da kann ich euch ganz individuell begleiten und wir finden Lösungen, die für alle okay sind. Alle Links zu meinen Angeboten und zu allen Infos dieser Folge findest du natürlich in den Shownotes. Und es bleibt dabei, ich freue mich über ein Abo und eine Rezension von dir bei iTunes. Auch wenn du über andere Anbieter hörst, geht leider nur bei iTunes. Also schnapp dir ein Apple-Gerät, lade dir die Apple Podcast-App runter und feuerfrei. Damit kannst du mir deine Wertschätzung zum Podcast und meinen kostenfreien Impulsen für mich am effektivsten ausdrücken. Das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.